Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News. Nerd News Nummer 150. Und da gibt es doch einige kontroverse und einige interessante Themen. Fangen wir erstmal mit der Xbox an. Phil Spencer hat sich nun mal wieder geäußert und hat gesagt, Halo 6 wird definitiv für den PC kommen und das wollte er damit nochmal bestätigen. Im selben Atemzug sagt er allerdings auch, Halo 5 wird nicht mehr kommen. 343 Industries soll sich voll und ganz auf den Nachfolger konzentrieren können und keine Zeit mit Portierungen verschwenden. Und damit wird wohl auch eine Master Chief Collection für den PC nicht mehr kommen. Wir alle kennen das Desaster um Mass Effect Andromeda. Das Spiel, was viele so sehnsüchtig erwartet haben und was am Ende leider nicht ganz so gut war. Nach nur 2 Wochen war zudem der de novo Kopierschutz ausgehebelt und jetzt hat man sich entschlossen, zum letzten Patch von Mass Effect Andromeda diesen Kopierschutz komplett zu entfernen. Das ist insofern ein Novum, da dies verdammt schnell geht. Allerdings hat man auch das Vertrauen in den Kopierschutz verloren und dann kann man den auch gleich komplett ausheben. Wer von euch kennt Lorne Lanning? Niemand? Naja, vielleicht kennt ihr ihn ab jetzt, denn er hat einige sehr kontroverse Aussagen getroffen. Im Grunde genommen ist er einer der Programmierer von Oddworld, also das heißt dem PlayStation Jump'n'Run, was damals auf der PlayStation 1 startete. Und seine Kernaussage war im Grunde genommen auch nur, dass er nicht an den Erfolg der Switch glaubt. Er glaubt, es wird wie bei der Wii sein, dass am Ende nur noch die Leute Nintendo-Spiele kaufen. Aber er glaubt auch genauso, dass es wie bei der Wii U sein wird, dass man nicht sehr viele Konsolen verkaufen wird. Soweit so gut, jeder kann dazu seine eigene Meinung haben und das ist auch völlig in Ordnung. Nur der zweite Teil vom Interview war dann halt nicht mehr so erfreulich, denn im zweiten Teil hat er sich nicht mehr so wirklich zur Switch geäußert, sondern eher zu Iwata. Und Iwata, wissen wir ja alle, ist leider an einer Krankheit verstorben. Er sagt, der Misserfolg von Nintendo mit der Wii U hat Iwata getötet. Und dazu sagte er noch, diese Tragödie hat Nintendo wieder zurück ins Geschäft geholt. Er wurde auch später auf Twitter gefragt, ob seine Aussage ernst gemeint war und er konnte sich dafür nur entschuldigen. Also hat er es wohl in dieser Sekunde wirklich ernst gemeint und ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Promotion, auch wenn es überall erwähnt wird. Doug Bowser, ja, der Mann heißt wirklich so, ist der Marketingleiter von Nintendo of America und hat sich jetzt nochmal dazu geäußert, wie Nintendo auch weiterhin mit Handhelds verfahren wird. Und er hat gesagt, Nintendo glaubt auch weiterhin an Handhelds. Das soll man vor allem daran sehen, dass jetzt der New 2DS XL kommt und auch weiterhin Software wohl entwickelt wird. Mit dem New 3DS bzw. New 2DS sind noch einige Sachen mehr möglich als zum Beispiel mit einer Switch und soll damit andere Spielerfahrungen ermöglichen. Ich denke, sobald der 3DS in den Verkaufszahlen zurückgeht, wird man sich voll auf die Switch konzentrieren, aber man will jetzt natürlich, da er so erfolgreich ist, noch weiter daran festhalten. Eiji Aonuma, der Erfinder der Zelda-Serie, wurde mal wieder interviewt und zwar zum nächsten Zelda-Teil. Da sind einige sehr interessante Aussagen gekommen und zwar, dass der nächste Zelda jetzt schon für die Switch konzipiert wird, was wieder so ein bisschen der Aussage von Doug Bowser entgegenspricht. Durch den Erfolg der Switch fühlt man sich beflügelt, den nächsten Zelda-Teil wieder darauf zu bringen und das ist ja auch durchaus legitim. Er hat sich aber auch dazu geäußert, dass es bei Zelda Breath of the Wild noch einige Einschränkungen gab, die er nicht umgehen konnte und das lag vor allem an der Wii U-Portierung, beziehungsweise an der Portierung von der Wii U auf die Switch. Er wollte nämlich gerne das HD-Rumble-Feature einfügen und zum Beispiel auch für einige Schreine oder Tempel verwenden. Das ging leider nicht, da das Spiel parallel für die Wii U entwickelt wurde. Aber aktuell spielen wir ja alle noch das Zelda Breath of the Wild, beziehungsweise bei einigen staubt es ja schon wieder ein. Um dem entgegenzuwirken, sind jetzt neue Details zum zweiten DLC von Zelda Breath of the Wild rausgekommen. Es sind zwar nur Kleinigkeiten, aber zum Beispiel hat man bestätigt, dass man weiterhin als Link spielen wird. Außerdem wird es das Outfit von Wind Waker geben und man erfährt noch wesentlich mehr über Prinzessin Zelda. Kommen wir mal zu einer mehr oder weniger erfreulichen Nachricht. Und zwar wurde der Kernel der Switch ausgelesen. Der Twitter-User DerekR6 hat nun getweetet, dass man den Kernel komplett auslesen konnte. Was heißt das für die Switch? Dass es in Zukunft eventuell Software-Modifikationen geben könnte, die es ermöglichen, Homebrew auszuführen. Das ist erstmal an sich nicht schlecht. Man kann ja sehr viele interessante Sachen dann mit der Konsole machen, die der Hersteller nicht vorsieht. Allerdings bedeutet es fast im selben Atemzug auch, dass Raubkopien möglich sein werden. Ich bin mal sehr gespannt, was man daraus macht und wie lange es dauert, bis der erste Ergebnis rauskommt. Aber 4 Monate nach dem Release einer Konsole den Kernel auszulesen, ist für den jeweiligen Hersteller eine Hiobsbotschaft.
und Nintendo wird wahrscheinlich ein, zwei unruhige Nächte haben. Das Geschäft um die Switch herum ist nach dem erfolgreichen Start ein Riesending. So haben jetzt etliche Hersteller ihr Zubehör angekündigt und ein ganz neues Ding kommt von CyberGadget. Eine Tastatur, wo ihr links und rechts eure Joy-Cons einklipsen könnt, um zum Beispiel bei Online-Rollenspielen schnell schreiben zu können. Umgerechnet kostet das Ding knapp 29 Euro. Würdet ihr euch sowas kaufen? Braucht man sowas? Oder würdet ihr einfach sagen, ich schließe meine USB-Tastatur an die Switch an? Denn das ist ja auch möglich. So, das war die Nerd News. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da oder vielleicht sogar ein kostenloses Abo. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, auf Amazon, unten sind die Links, könnt ihr was kaufen und dann kriege ich da ein paar Cent ab. Ab heute Abend ist dann Amazon Prime Day. Vielleicht macht ihr ja noch das ein oder andere Schnäppchen, aber mein Tipp: Vergleicht vorher trotzdem erst die Preise, bevor ihr bei Amazon direkt zuschlagt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao!